popping, shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Yo, was geht ab? Guten Morgen, es ist Montagmorgen. Es ist wieder Zeit für Sport. Ich habe gerade so gegähnt. Sieht voll aus, als würde ich heulen. Eigentlich ist heute ein High-Tee und Beine-Workout dran. Da dachte ich mir so, nein, das mache ich lieber die anderen Tage. Deswegen mache ich das Video, das Workout, was eigentlich erst morgen kommen würde. Und zwar ein Arm-Workout. Ich habe das gerade schon rausgesucht, mal gucken, wie das heißt. Strong, lean, toned arms, chest and shoulders workout. Lift like you mean it. Dann werde ich jetzt mal liften, so als würde ich das meinen. Ja. Let's go. Fertig. Jetzt gehe ich duschen und dann schneide ich meinen Vlog. Genau so. Hello. Laura und ich sind gerade unterwegs. Da ist die Laura. Oh, Mist, ich habe einen Schuh runtergeworfen. Wir waren gerade im Dämm. Und jetzt sind wir im Deichmoor. Laura, sag mal hallo. Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr ist ja furchtbar. Hallo, sie ist heute nicht. Ihr Lieben's nicht. Eos. Nein, ich möchte das nicht. Sie hält sich aus. Guck mal. Das kenne ich. Das hatte ich früher. Das ist so ein Strohhalm, den steckst du in die Milch. Also einfach nur Milch und dann trinkst du dadurch und dann hast du Kakao. Und mit Banane, ach, mit Erdbeer oder Vanille. Das hatte ich früher mal. Ja, guck mal, geht sogar Pickel. Balla balla. Aber auch nur diese Sorte. Echt? Ich wette, Apple ist geiler. Ja. Marshmallows. Yeah, 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 yeah. Energy, Eispops. Geil. Tschüss. Also, ich bin wieder in meinem Element. Elefant. Boah, ein Schaumpuzzle. Cool. Toll, es ist einfach nur eine Dose. Und ein Teller. Und eine Flöte. Und Zeug. Laura. Laura. Wo ist Laura? Da. Laura. Laura. Oh, yo. Wie viel kostet die hier? 10 Euro. Muss man die dazu kaufen? Oh, guck mal, voll fancy Buchstaben. Cool. Boah, guck mal. Endgeile Sorten Sours. Ich glaube, Redberry. Was denn? Raspberry oder Redberry? Ich finde alles geil. Ich auch. Ich bin jetzt wieder zu Hause und mir ist gerade mega warm. Ich musste mir jetzt erstmal ein T-Shirt anziehen. Laura und ich haben ein Video gedreht. Beziehungsweise Laura hat mir geholfen beim Drehen. Und dazu habe ich jetzt gerade noch ein bisschen was gemacht. Ich gucke mal, ob ich das jetzt... Ich glaube, ich schneide es morgen. Also wir bauen wieder ein richtiges Video. Komm, momentan ist echt kacke. Es tut mir voll leid. Also ich schaffe es momentan nicht, mittwochs und samstags ein Video hochzuladen. I'm sorry. Und ich habe Sours... Oh mein Gott, jetzt hätte ich fast die Flasche runtergeschmissen, weil sie hängen geblieben ist. Sours gekauft! Das ist jetzt keine Verherrlichung von Alkohol. Aber Laura hat bald Geburtstag und dann bringe ich den mit zu ihrem Geburtstag. Und es ist Red Berry. Und das ist halt, das schmeckt halt so mega wenig nach Alkohol. Das hat auch nicht viel Prozent. 15. Und da bringe ich das mit. Ihr wisst ja, ich trinke so super selten Alkohol. Ja, jetzt bin ich zu Hause. Jetzt werde ich noch meine Sachen wegräumen. Hey. Ja, und dann geht es auch gleich schon arbeiten. Hallo, Mr. Stilinski. Hallo. Bibilein.
Und es hat gerade so angefangen zu schütten. Wir hatten aber richtig Glück, wir sind ins Auto und zack, fing es an zu schütten. Aber so richtig auf einmal, so richtig krass. Jetzt geht's eigentlich wieder. Also es regnet immer noch, aber nicht mehr so heftig. Bin mal gespannt. Ich hoffe gleich, wenn Kino ist, dass es da aufhört. Wäre sonst blöd. Ja. So sieht's aus. Ich räume mal mein Zeug hier weg. Katzenverköstigung. Guck mal, was habe ich hier Leckeres. Ja, guck mal her. Komm. Guck mal. Oh, ist das lecker. Ah, Styles, Hilfe. Angriff. Warte, muss mich das doch erstmal da rausdrücken lassen, Styles. Oh, Nala, du hast alles auf der Nase. Das war's. Guck mal, Nalas Nase. Hier, Styles, guck mal auf Nalas Nase. Meine Bilou-Sammlung erweitert sich um diese zwei. Und natürlich diese drei. Und obwohl ich gar keinen Kokos mag, habe ich es mir trotzdem gekauft. Einfach, weil ich alle anderen Bilou-Produkte auch habe. Bin ich ein Opfer oder bin ich ein Opfer? Ich bin ein Opfer. Ich hatte euch ja mal versprochen, dass ich euch noch zeige, was Styles kann. Ich habe schon lange nicht mehr mit ihnen trainiert, aber wir gucken einfach mal, ob es klappt. Sitz. Männchen. Sitz. Pfote. Dankeschön. Jetzt kommt das Allerlustigste bei Styles. Sitz. Platz. Styles. Platz. Platz. Jetzt ganz verwirrt, er hat das so lange nicht mehr gemacht. Ja, fein. Er legt sich dann halt immer direkt so hin. Ja, schön. Klasse. Okay. Nochmal. Sitz. Machst du zwar schön, aber okay. Männchen. Männchen. Süß, oder? Pfote. Na, gib her. Platz. Ja, Platz. Ja, fein. So, jetzt dürfen die beiden Großen auch nochmal. Nala, Elsa, komm her. Nala, Sitz. Pfote. Styles kommt gar nicht klar, er macht direkt alles auf einmal. Nala. Nala. Sitz. Platz. Platz. Fein. Elsa, komm hier, mein Schatz. Sitz. Fein. Elsa. Pfote. Danke. Styles, ey. Elsa, komm her. Platz. 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 Mach richtig Platz. Ja, fein. Styles, ey. Du bist verrückt. Okay, noch einmal, komm. Ist er nicht süß? Und ja, der beiden. Sind die zwei nicht süß? Man sieht Nala gar nicht. Hallo. Babys. Wie süß seid ihr denn? Nala so, what the fuck? Was macht der da? Was macht der da? Oh, Pipi. Und du? Ich habe jetzt übrigens doch noch mein Video geschnitten und bin Gott sei Dank gerade fertig geworden. Ich habe hier gerade einen Pickel. Also, alles geschafft. Ich muss nur noch Thumbnail und sowas machen und hochladen und so. Aber das mache ich dann alles morgen. Und was ist das denn hier? Ich habe einen neuen Lippenstift mir gekauft. Und ich finde die Farbe mega schön. Also ich habe mir 4 neue gekauft. Seht ihr aber alles bald, was ich mir gekauft habe. Aber ich zeige euch mal, welchen ich heute drauf habe. Der gefällt mir nämlich sehr gut. Es ist nämlich ein neuer von diesen NYX Lingerie-Dingern. Und zwar die 20 French Made. Sehr schön. Ich habe nur ein bisschen... Also er ist ein bisschen fleckig. Scheiße, mein Akku ist gleich leer. Weil ich den so dumm aufgetragen habe.
habe ich wenigstens einen Ersatz-Akku. Oh, ich habe noch einen Monster in meiner Tasche. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall auf den Weg zur Arbeit. Und es fängt gerade an zu gewittern, was sehr uncool ist, aber... So, meine lieben Freunde, wir machen jetzt eine Tour durch den Westfalenpark. Ich lasse gerade das Kino hinter mir. Ich muss nämlich noch ein bisschen Produkte holen. Und da fahren wir jetzt mal hin. Und da meine kleine Mopete besetzt ist, muss ich kurz gucken, ob ich Schlüssel habe. Ja, da meine kleine Mopete besetzt ist, fahre ich jetzt mit der Großen. So. Oh, 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 Wanderung über die Straße. Geht schnell. Los, los, los. Da hat sich die eine noch für rückwärts entschieden. Und die andere ist da drüben. Klasse. Ach, so. Aber das Wetter wird besser. Wir haben echt Glück beim Kino immer. Weil wenn es regnet, regnet es meist vorher oder nachher. Ich glaube, seit Kino angefangen hat, hat es einmal während des Films geregnet, glaube ich. Wenn überhaupt. Ich glaube. Also es ist echt richtig, richtig Glück einfach. Sehr gut. So, wir fahren jetzt hier durch den wunderschönen Westfalenpark. Hier links neben uns befinden sich die Wasserbecken. Jetzt ist gerade vor mir ein Auto. Warum ist hier ein Auto? Und oh, ich wollte eigentlich da lang gefahren sein. Ich glaube, ich fahre mal kurz oder pack. Moment mal, ich muss einmal mich ganz kurz organisieren. Ich fahre da lang. Ja. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Weil gerade wurde noch gequatscht. Nicht ich, aber die Person, die ich mitgenommen habe. Weswegen ich jetzt im Stress bin. So. Warum buckelt das denn hier so? Was soll ich denn für schöne Striche im Gesicht? So, und jetzt sind wir hier gleich am Türmchen. Moment, kann man das hier sehen von hier unten? Ich glaube nicht. Da ist der Chor. Da so. Und da muss ich jetzt hin. So. Zimmer. Jetzt muss ich hier ein bisschen Zeug aufladen und dann geht's wieder runter. So, kann man hier so hoch gucken, den Turm? Ja, hallo. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Wer war gerade beim Livestream dabei? Das war so lustig. Oh Gott, mein Lippenstift. Ja, ich habe gegessen. Wenn ihr beim Livestream dabei wart, schreibt mal alle Hashtag Thorsten ohne H in die Kommentare. Das war richtig witzig. So, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao.